Jo Leute, es geht weiter im Silfco-Gebäude. Eine Runde Team Rocket vermöbelt, aber nicht nur Team Rocket, sondern auch quasi solche Wissenschaftler, die halt eben zuvor für Silfco mehr oder weniger gearbeitet haben und dann eben sich entschieden haben, die Seite zu wechseln. Und ich würde mal sagen, wir machen hier mit der Madame mit weiter, die wir eine Runde mit vermöbeln. Wir sind es wirklich sehr, sagen wir mal, sehr fesch gegenüber den weiblichen, aber auf der anderen Seite, die sind noch nicht gerade freundlich zu uns, deswegen, würde ich mal sagen, knallen wir erstmal das Goldband mit dem Bodyslam weg, weiß ich, dass das erstmal so mitgehört. Ja, also, mittlerweile ist das jetzt schon der dritte Part, jetzt alleine nur für Silfco, also zumindest im ersten. Okay. Im ersten war quasi eine kleine Sightseeing-Tour durch Saffron City, wo man schon das ein oder andere schon mit gesehen hat. Und dann gab es aber auch so eine Überraschung von, wie man hier ein Pokémon easy mit verlieren kann. War nicht so toll. Und ja gut, nichtsdestotrotz haben wir quasi dann hier noch das Bedürfnis, hier noch ein bisschen mit aufzuräumen. Ich bin im 10. Stockwerk. Normalerweise hat doch das Gebäude nur 10 Stockwerke. Müsste ich denn dann nicht dann eigentlich hier schon ein Boss schon mit sein? Weiß ich gar nicht. War das jetzt überhaupt wirklich so notwendig, dass ich die ganzen Leute überhaupt hier ansprechen und retten muss? Oder wie ist das so jetzt zu verstehen? Auf jeden Fall, bin ich jetzt erstmal wieder hier in dem Stockwerk und wo bitteschön bin ich jetzt? In welchem Stockwerk? Das wurde jetzt gar nicht mit eingeblendet. Ich hätte mich vorher noch heilen sollen. Magnif? Okay, gut, du kannst mir eigentlich gar nichts auf dem Boldos und Tschüssikowski. Obwohl man sagen muss, du sah schon, ich sag mal schon, stylisch mit aus. Das sieht aber auch einfach nur süß aus. Okay, ja. Lass es aber mitstehen. Mal sehen. Was? Trixie Branch? It's in Russian No Man's Land. Ach, warte mal. Das ist doch so eine Anspielung. Das ist so eine Anspielung. Ich glaube, für die. Also, das hast du ja auch schon in der dritten Spielegeneration, glaube ich, schon mit gehabt. Was dann hier das Kampfareal in Diamant, Pearl und Platin mit ist. Da kommst du quasi nur hin, sobald du quasi Champion mit geworden bist in der Xenoregion. Und da kommst du quasi hier in hier Kampfareal. Du kommst dann dort hier zum Kampfturm, Überlebensareal. Dort mit hin. Und hast dann auch die Gelegenheit, also dort noch einige Areale noch mit zu erkunden. Wie unter anderem auch, dass du dann hier im Vulkanschlutz dann hier Heathen, ich sag mal, später noch mit herausfordern und fangen kannst. Und ja, okay, das sind dann solche Sachen, ne? Im Falle eines Notfalls, versammelt euch hier in diesen Raum. Okay, die haben wenigstens das Ganze richtig gemacht. Okay, da ist sogar noch ein Rocketrübel. Die machen dort eine Maschinerie. In welchem Stockwerk bin ich denn jetzt eigentlich? Im 6. Stockwerk Produktion. Oh, nice. Hier wird das sogar noch eine Information noch mitgegeben, was es hier eigentlich wo oder wie mit zu gehen geht. Ich würde mal sagen, da gehen wir doch mal gleich mal mit hinein. Ich erinnere mich ja auch noch so in den originalen Spielen, da hast du quasi dann hier die vier Rocket-Brüder mitgehabt. Zumindest geben das ja dann hier alle vier Rocket-Brüder quasi mit bekannt von. Ja, ich bin einer von den vier Rocket-Brüdern. Keine Ahnung, ob das quasi auch eine Referenz zu irgendetwas mit sein soll. Aber okay, schauen wir einfach mal so mit rein, ne? Gut, ich würde mal sagen, Resetine macht hier quasi ihren Job alle Ehre. Ich bin am Überlegen. Okay, Red Cool. Ich bin im Überlegen, ob ich auf Resetine vielleicht noch irgendeine Kampfattacke noch mit drauf leere. Aber auf der anderen Seite, wenn wir hier überwiegend nur Gift-Pokémon mit haben, hier dann auch noch den Typ Flug noch mit haben, so wie es zum Beispiel bei Golbat mit der Fall ist, eher nicht.
Gut. Emanuel, was ist damit auch mit besiegt? Grüße gehen raus an alle, die Emanuel heißen. Und mal sehen. Ich würde mal sagen, Liggett möchte hier auch mal wieder eine Runde mit trainiert werden. Mal sehen. Du bist mir böse, deswegen kommst du gerne mit rein. Du willst mich doch wohl verarschen, oder? Geht das denn ja nicht echt schneller? Es dauert schon seine Zeit, die Blaupausen von dem Prototyp hier zu mit verarbeiten. Es braucht einfach schon eine eine sehr lange Zeit. Ist mir scheißegal, wie lange das mit dauert. Wir haben quasi wenig Zeit. Du findest am besten einen Weg, das schneller zu machen, oder? Oder was? Okay, gut. Und damit kann ich also quasi nicht mit interagieren. Gut, mal sehen. Diese Maschine ist komplett hinüber, zum Glück. Mal sehen, Team Rocket orientiert sich quasi daran, mit dieser Maschine hier eine Art eines Superballs mit zu erstellen. Ja, okay. Ach, verstehe, die wollen also quasi den Meisterball hier reproduzieren. Ja. Diese Maschine produziert jede Art von Pokéball hier von einer Blaupause. Es ist kein Wunder, dass quasi Team Rocket diese für ihre bösen Machenschaften nutzen möchte. Okay. Kriegen wir dann hier etwa auch so eine Blueprint? Also, ich frage für einen Freund. Ja gut, besiegen wir jetzt erstmal noch den hier und dann würde ich mal sagen, gehen wir hier nochmal ins 9. Stockwerk, um uns nochmal eine Runde mit zu heilen. Dann mal sehen, in welchen Stockwerken ich da jetzt noch nicht so mit war. Wir haben, glaube ich, hier noch im Stockwerk Nummer 5. Da haben wir quasi noch einiges noch mit zu tun. Und da sind wir quasi wieder im 6. Stockwerk. Im 7. Da waren wir bisher auch noch nicht so, glaube ich. Ach nee, warte mal, die 6. Stockwerk, stimmt, das sind wir doch gerade. Ach, ich hätte. Okay, Kirkgrove. Also ganz ehrlich. Wenn das mal kein Vorreiter zu Gefällnis mit ist, dann weiß ich auch nicht. Oder das hätte eigentlich auch so eine passende, sagen wir mal, Alola-Region oder Alola-Region, sage ich schon, eine Alola-Form von Ibitak mit sein können. Einfach mit so einem schönen Knochen und einem Bohrschnabel, perfekt. Gut, was machen wir denn mit dir? Bist du hier von der Typenkombination Bodenflug oder Boden normal? Wir gehen mal vom Durchbruch. Wir gehen erstmal von Fokus entschieden, nicht so ganz toll. Okay, Bodenflug, das ist schon mal sehr interessant. Wir gehen auf den Chip Away. Force Swipe. Wow, das macht ein Critical Hit. Gut, ja, da kann er die Mr. Surf damit critten, aber komm schon, ich hätte jetzt mit etwas gefährlicher gerechnet. Gut, soll mir egal sein. Ja, Liquid macht quasi hier schon einen kurzen Prozess. Also, ich habe jetzt so gesehen nur Attacken, die so gesehen auch. Schlurpleck hier irgendwie mit erlernen und auch mit einsetzen kann. Also von, Slow King. Also sag schon von, Lasho King, genau. Mir fiel gerade echt der Name nicht ein, kann sich ausdenken. Aber so gesehen gar keine passende Attacke mit am Start. Schon krass, oder? Gut, 9. Stockwerk und dann mal sehen. Eine Runde wieder beteilen. Zum Glück bleiben die Leute dann einfach hier stehen und machen dann quasi gar nichts mehr. Wäre noch schöner, wenn die uns dann ja immer wieder mit herausholen können. Also ich habe wirklich keine Vorstellung, ob die überhaupt dann hier irgendetwas noch so im Schilde mitführen, beziehungsweise ob das auch wirklich so notwendig ist, dass man hier die ganzen Leute hier mit retten kann, muss, soll, darf. Der hat mich jetzt überrascht. Okay. Darauf habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, nice, critical hit. Ich wechsle mal aus. Der ist jetzt von der Typenkombination Gift Psycho, Gift Pflanze. Sound of Police. Sound of Police regelt.
Was sind sie zu Ende? Okay, gut, ich hatte es mit etwas Gefährlichen gerechnet, aber hier kommt das nämlich gerne mit. Gut, dann gehen wir mal auf eine Triplette. Erstmal testen. Ach nee, der war von der Typenkombination Fee-Pflanze oder Fee-Gift. Stimmt, ja, weil du ja quasi Pantibas mit hast, ist ja so regulär Psycho-Fee. Ja, stimmt, da ist ja was mit gewesen. Und ich merke gerade, ich habe keine weiteren Heil-Items bei mir. Na gut, noch ein bisschen Limonade. Ich bin ja wirklich sehr organisiert, was ja so die Beschaffung von Heil-Items mit betreffen tut, aber okay. Team Rocket macht quasi hier so einen Aufstand wegen eines Eindringlings. Bist das etwa du? Ja, das bin ich. X-Genauigkeit, okay, kann man ruhig gerne mitnehmen. Gegen den Typ, okay, gegen den muss ich eigentlich jetzt nicht unbedingt mit antreten. Der dort oben, der fordert dich ja quasi auch mit heraus. Ein Pokéball-Prototyp, der quasi entwickelt wurde. Es ist quasi, ach nee, der ist nicht stabil in diesem jetzigen Zustand. Deswegen kriegen wir einfach hier 5 ja, Hyperbälle. Und sogar noch ein Superball noch mit hinterher. Nice. Das liebe ich. Ach stimmt, ja. Das waren ja hier die beiden Clowns, die hier den Schlüssel mit bewacht haben. Will ich die jetzt unbedingt noch mit herausfordern? Nee. Nee, die fordere ich jetzt nicht mit raus. Kein Bock. Gut, mal sehen. Ach stimmt, ja, hier 6. Stockwerk. Ja, da war ich ja schon. True. Gut, 7. Stockwerk. Was haben wir denn hier so Feines? HP Plus, okay. Dann haben wir noch so eine Rüpelin. Dort haben wir auch noch so eine Rüpelin. Dort haben wir auch noch ein paar Leute. Und hier sogar noch ein Item. Super Potion. War das eigentlich so einer, der auch dich herausfordern wollte? Natürlich. Ich hätte sogar jetzt an den einfach mit vorbeigehen können. Chardactyl. Ah ja. Mit Pressure. Mal sehen. Mal sehen, ob er hier eine Typenkombination wie Gesteinfeuer hat. Ne, Feuerflug. Ja, dieser Knirschatter tut einem ganz schön weh. Alleine durch den Psychotyp von Liggett. Aber hey, komm. Tschüss, Sikorski. Wow. Viel zu viele komplizierte Wörter und Ziffern, die gar keinen Sinn damit ergeben. Ja, das sagt man quasi auch gerne so zu Leuten oder eher gesagt so zu kleinen Kindern, die quasi nicht wissen, was sie da eigentlich so richtig tun. Macht man eigentlich so komplett richtig. Ich möchte mal wirklich gerne wissen, wo hier dieser Vorstand mit ist, wo man dann auch hier einen Anzug von Team Rocket mitbekommt. Es sei denn, das ist nur so ein Running Gag und du wirst niemals in den Genuss kommen, einen Anzug von Team Rocket mit zu erhalten, somit dann auch zu Arealen mitzukommen, die du normalerweise bisher noch gar nicht mit, naja, erreichen kannst. Ah, du, es ist viel zu gefährlich hier. Was, du bist hier, um mich zu retten? Das kannst du doch nicht machen. Doch, kann ich. Und das Feine ist, Team Rocket versucht hier den Meisterball zu kopieren, um quasi jedes einzelne Pokémon damit zu fangen. Du sollst dich besser aufhalten. Ja, ja, okay, ist mir schon klar. Und du, so Feines, wäre ziemlich schlecht, wenn Team Rocket hier das Sivko-Gebäude oder unsere Pokémon übernehmen würde. Ich wollte nur sagen, der ist auch nicht mehr ganz so der hellste auf dem Tannenbaum mit gewesen. Ich glaube, deswegen hat man den hier mit eingesperrt. Da befindet sich sonst noch Müll. Gut, dann überspringe ich halt eben diese Rüppelin ja auch. Soll recht sein. 8. Stockwerk. Der schaut wohl nur nach oben und nach unten. Kann man somit jetzt gestohlen bleiben. Ah, das ist ein Bait. Aber der guckt auch quasi mal weg. X-Defense. Aber hey, kann ich mich sogar auch heilen. Ob. Das kannst du doch sonst normalerweise nur im 9. Stockwerk. Ich glaube, das wurde extra hiermit eingeführt. Longest pressure to DNS placing technology may induce side effects such as nausea. Take a nap if you are feeling unwell. Okay, also mal sehen. Lange, also längere Forschung mit der DNA splicing Technologie kann quasi Nebeneffekte haben, wie dass du an Übelkeit erleidest. Nimm in diesem Fall hier eine Auszeit, falls du dich im Unwohl fühlst. Den Typ, den haben wir schon mit herausgefordert und besiegt. Hier gibt's auch nichts mehr. Habe ich den etwa komplett vergessen?
Alter, was ist das denn? Oh. Junge, was soll das denn? Komm, wir schicken Baba rein. Schick einfach Baba rein. Bulldoze, okay, Elektroball macht dann eben schon Schaden, weil es auch eine hohe Initiative mit hat, aber... Was? Was war das denn? Na, dieses Pokémon sieht jetzt nicht so atemberaubend aus. Also, da war jetzt mit Abstand das Vulcano mit dem Magnetilo schon ziemlich ulkiger. Das Slimer mit dem Magneton fusioniert, okay. Sah sich jetzt auch schon lustig aus, aber... Naja. Okay, den habe ich schon mit besiegt. Ach stimmt, ja, ich bin jetzt wieder 9. Stockwerk geschält. Hahaha. Sehr interessant. Die haben also auch hier noch im 7. Stockwerk noch eine Krankenstation noch mit aufgebaut. Das ist ein Unikat. 10. Stockwerk. Gut, das ist ein Bait. Das heißt, gegen den muss ich antreten. Gegen den muss ich auch noch mit antreten. Gut, spielt jetzt mal gar keine Rolle. Okay, der geht sogar auch mal schön zur Seite mit hinweg. Hier ist nichts außer Müll. Auch hier nichts außer Müll. Und hier so feines. Please keep a log of the items you take out of the storage room. Also notiere einfach alle Items, die du hier aus dem Lager mitnimmst, damit man quasi weiß, dass diese entnommen wurden. Mach schon wirklich sehr gerne. Netter Versuch, aber also der Bordraum ist noch hier einen Stock weiter oben. Okay, gut, der will zumindest auch nicht kämpfen. Oh, sehr nice. Gut, dann leiten wir uns noch mal etwas hier aus dem Lager mit aus. Super Splicer. Yep, nehme ich gerne mit. Oh, hier kriegst du wirklich sehr viel. Fokusband. Oh. DNA Reversor. Nice. PP Max. Fake Ball. Oh, das ist ja sehr schön. Ja, also ich schleime das Ganze hier lediglich nur mal aus. Art Special. Okay, lass mich raten. In den ganzen Kisten. Okay, nicht in allen Kisten ist noch zusätzlich etwas mit drin. So viel dazu. Habe ich nicht hier? Genau, da habe ich noch zwei weitere Items mitgesehen. Noch ein weiteres Elixier. Und dieses auffällige Item hier ist ein PP Max. Ein PP Max, das erinnert mich hier quasi so an eine Werbung aus den 90ern. Da gab es quasi auch so einen Spielhund für, also Zielgruppe mehr kleine Mädchen. Das war quasi der PP Max. PP Max kann bellen. Ja, gut. 10. Stockwerk. Ja, und da steht er schon. Der Giovanni. Oh, Backe. Bin ich eigentlich schon moralisch darauf vorbereitet, gegenüber ihn anzutreten? Ne, im 11. Stockwerk bin ich sogar. Ich glaube, ich werde hier aus Kulanzgründen lieber alle Pokémon auf Level 45 mit trainieren. Surprise. Ja gut, Surprise müsste ich ja am besten ja auch mit drin lassen. Also ich denke mal, Level 45 wäre schon mit angebracht, weil... Ich habe zumindest so die Befürchtung, dass du hier definitiv weggezwiebelt wirst. Aber... Das werden wir dann auch im nächsten Part mitsehen. Denn zunächst mache ich mich jetzt erstmal noch mit auf ins 3. Stockwerk, damit wir hier regulär noch dort offiziell mit hinkommen können. So. Was hast du so Feines? Oh, du bist keiner von Team Rocket. Du bist hierher, um es zu retten. Oh, vielen Dank. Das ist der Teleporter, der dich quasi hier zum Präsidentenbüro befördert. He's in tough, was? Negotiations with the Team Rocket's Boss. Achso, gut, ja, der hat gerade hier mit dem Boss von Team Rocket hier eine Konferenz. Ja, gut, kennen wir schon mittlerweile. Ich möchte, dass du dieses Pokémon hier bekommst, alleine dafür, dass du uns mitgerettet hast. Oh, Lapras. Stimmt, ja, Lapras kriegst du regulär immer. Aber gut, mal sehen. Lapras, möchtest du denen einen Spitznamen geben? Ja, gut, warum eigentlich nicht? Ich guck mal nach, wer das Lapras vom Namen her vertreten soll. Okay, ich habe schon einen passenden Namen hiermit gefunden. Das ist halt eben dann jetzt hier ein neues Abonnement. Und das ist dann in diesem Fall Techno Q.
hoch 94, wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Grüße gerne raus an dich, du bist jetzt ein Labras. Gut, das transferieren wir jetzt erstmal auf den PC, schauen wir uns mal später mal an und der verschwindet sogar jetzt. Oh, und da stehen sogar noch hier zwei Rübel-Leute noch mit dabei. Moment mal. Ach so. Ich kann es sofort hin. Oh. Das ist ja sick. Krass. Halt an! Scheiße. Da kommt unser Rivale. Leute, im nächsten Part kommt der Rivalenkampf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.